Hallihallo, ich heiße Irina. Willkommen zu neuem Video. Heute mit 5 Übungen machen wir etwas Gutes für unseren Rücken, gegen Rundrücken und für die aufrechte Haltung. Wir fangen mit kleiner Muskelaktivierung an. Und zwar mach dich ganz groß, ganz lang. Zieh dich richtig nach oben. Mit beiden Armen. Mal eine Seite, mal die andere Seite. Zieh dich lang in die Länge. Zwei noch. Die Schultern kreisen. Ganz weit, ganz groß. Ellenbogen weit nach hinten. Und jetzt Großarm nach hinten. Ganz weit. Zwei noch. Und jetzt einzeln. Ein Arm mit Körper mitnehmen. Mit Körperdrehung. Ja. Noch 4, 3, 2, beide Arme wieder. 4, 3, 2 und jetzt Ellenbogen. Auch 4, 3, schön nach hinten, großer Kreis. Und zuletzt nochmal die Schultern. Ganz weit. Zwei noch. Und jetzt aktivieren wir unsere Faszien. Dass sie auch mitnehmen, die kleine Umhüllung von Muskeln. Ja, Gewebe. Sehr gut. Einfach so locker sich abklopfen. Seitlich. Und wir fangen schon mal an. Kurz aufschütteln. Okay, erste Übung. Wir gehen ein Arm oben, anderer unten. Und dann den Wechsel. Kommt. Hoch. Wechsel. Schulterblätter zusammenführen. Aufrechte Haltung. Schön gerade sein. Schulter kommen zusammen, Schulterblätter. Ja. Ganz weit die Arme führen. Noch 4. Diese Übungen kannst du jeden Morgen machen oder wenn du zwischendurch auch Pause hast. Gerne auch. Zweimal. Letztes Mal jede Seite. Beide Arme oben, wir gehen hoch und dann unten, Schulterblätter zusammen. Wir gehen nach oben und dann tief unten. Ganz lang groß nach unten. Weit nach hinten oben, ein V. Und oben. Das ist die zweite Übung. Und man braucht keine Geräte, einfach zwischendurch. Noch 4. 3. Gerne noch eine schöne Musik dazu, so wie jetzt. Ganz easy und ganz locker. Ja. Wir gehen zur dritten Übung. Arme gehen nach hinten und dann groß. Gebeugt. Gestreckt. Oberarme ran, Unterarme zur Seite. Lang. Unten, Schulterblätter immer wieder zusammenführen. Ganz nach hinten. Daumen zeigt die ganze Zeit nach hinten. Handfläche zeigt nach oben. Ja. Noch 4. 3. 2 noch.
letztes Mal. Nächste Übung, Arme hinten, versucht die Hände zusammenzuführen. Schöner Kreis, wechseln. Und so weiter geht's. Kreis, Körper gerade halten. Wenn es nicht, die Hände nicht zusammenkommen, ist nicht schlimm. Aber wenn wir das ständig üben, irgendwann kommen die auch zusammen. Ich habe zum Beispiel, eine Seite ist besser als die andere. Nee, einfach, dass ich auch meine Schwierigkeiten habe. Und ich arbeite daran. Das ist so. Vielleicht ist bei dir auch irgendwie was nicht so, wie es gewünscht ist. Aber das ist dann unser Ziel. Schreib mir gerne einen Kommentar. Noch 4, 3, 2 und letztes Mal. Perfekt. Wir kommen schon zur letzten Übung. Ich mache das ein bisschen seitlich. Arme sind hinten, kommen nach hinten tief. Wir kommen mit geradem Rücken nach unten. Kommen wieder hoch und kommen nach oben lang. Tief. Unten nach vorn. Hoch und lang. Nach unten, tief, hoch, Arme nach oben, Körper tief. Und jetzt nach oben lang, tief, unten, gerade Rücken, sehr, sehr wichtig. Versuch tiefer mit dem Rücken nach unten zu kommen, sobald du noch den geraden Rücken behältst. Aber das ist das Ziel, ganz tief zu kommen. Das machen wir noch zweimal. Ganz lang. Letztes Mal. Tief Schulterblätter zusammen und dann nach unten. Nach oben. Bleib jetzt in der Länge, ganz groß. Schieb noch seitlich die Höhe. Mach dich lang. Und jetzt beide Arme hoch. Einatmen. Ausatmen, fallen lassen. Der Kopf ist auch ganz, ganz locker. Jetzt ist der Rücken richtig locker unten. Lass dir Zeit. Komm langsam hoch, Wirbel für Wirbel. Kopf zuletzt, Schulter locker. Ja. Und schönen Wechsel, Beine leicht mitnehmen. Sehr schön und auslockern. Dankeschön. Schön, dass du mitgemacht hast bei dieser kleinen Trainingseinheit. Einfach etwas Gutes für den Rücken haben wir gerade getan. Diese Videos, diese Übungen kannst du natürlich gerne regelmäßig nutzen, zwischendurch, in der Pause. Wenn es dir gefallen hat, lass Daumen oben, abonniere den Kanal, dann verpasst du die nächste Video von mir nicht. Ansonsten, schönen Tag dir noch und bleib gesund. Bis nächstes Mal. Tschüss! Thank you.